Ich habe eben ein neues Video abgedreht, wo es um eine kleine Geschichte über Seesterne geht. Das Video kommt aber erst am 4. März. Ich habe mich jetzt schon die nächsten 2 Wochen komplett durchgeplant, also eigentlich bis zum Karnevalswochenende, sodass ich ein bisschen Luft habe, weil ich demnächst auch wieder häufiger unterwegs sein werde. Und dann brauche ich, wenn ich unterwegs bin, nicht so viel machen. Wie immer aber auch sei, worum es eigentlich geht, ist der Upload-Filter oder Merkel-Filter oder wie ihr ihn auch immer nennen wollt. Es gibt jetzt Neuigkeiten. Wer mir bei Twitter folgt, hat meine Tweets zum Thema vielleicht schon mitbekommen. Und die wollte ich jetzt an dieser Stelle mal kurz in einem spontanen Vlog loswerden. Leider ist der Akku von meinem Fotoapparat leer, sodass ich das jetzt nicht damit machen kann, und mein Handy finde ich gerade nicht, sodass ich das jetzt mit der Laptop-Kamera aufnehmen muss. Aber ist ja auch egal. Merkel hat, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, die Bundesregierung dazu gedrängt und auch die meisten deutschen Politiker dazu gedrängt, unbedingt für Artikel 13 zu stimmen, weil sie einfach nur eine Lobbykanzlerin ist und sich eigentlich um die Belange des Volkes gar nicht kümmert. Es gibt Proteste. Überall protestieren die Leute gegen Artikel 13, und allen ist klar, dass der Artikel in der aktuellen Form nicht angewendet werden kann. Sogar Katharina Barley von der SPD hat gesagt, dass sie eigentlich der Meinung ist, dass der Artikel nicht umgesetzt werden kann oder sollte. Und das ist unsere Justizministerin. Und trotzdem kommt Merkel und sagt, hört mal, wenn ihr jetzt dafür stimmt, dann was weiß ich, ja. Und wie dem auch sei, ich finde, das kann so nicht sein. Es kann nicht sein, dass in diesem Land immer nur Lobbypolitik gemacht wird, ja. Wir haben die Verkehrswende dadurch verpasst, haben total schlechte Infrastruktur in ganz Deutschland, insbesondere was ÖPNV betrifft oder auch Projekte wie Carsharing. Da sind andere Länder in Europa mittlerweile viel weiter. Und wir haben Riesenprobleme in Sachen Energiewende. Selbst Frankreich, die seit Jahrzehnten auf Atomkraft setzen, sind da mittlerweile auch schon um einiges weiter als Deutschland. Und das sind alles Themen, wo man eben sieht, dass hier Lobbypolitik gemacht wird. Und da ist Artikel 13 letztlich nur das Sahnehäubchen, das alles im Endeffekt nur schlimmer macht. Denn bis jetzt ist es so, dass man mit allen Möglichkeiten und Mitteln, die man hat, Kritik üben kann. Und dass man eben sich auch urheberrechtlich geschützten Sachen bedienen kann, im Sinne des Zitaterechts zum Beispiel. Das Problem, was aber durch Artikel 13 steht, ist, dass dann irgendwelche Upload-Filter existieren, die diese Möglichkeit eben unterbinden können. Denn ein Upload-Filter kann nicht erkennen, ob etwas nur Zitat ist oder ob etwas Raubkopier ist. Und da ist nämlich ein Riesenunterschied. Und das ist das eine, was man sich immer bewusst machen muss, weshalb wir alle dafür kämpfen müssen, dass es den Artikel nicht geben darf. Und das zweite, viel entscheidenderer ist, dass viele Nutzer des Internets gar nicht die Möglichkeit haben, insbesondere Internetseiten, einen solchen Upload-Filter aufgebaut. Erstens mal ist es so, YouTube kann nicht 100% nachprüfen, ob zum Beispiel die Videos, die ich hier auf diesem Kanal mache, wirklich 100% urheberrechtlich meine Sachen sind. Theoretisch könnten auf dem Kanal Raumplan TV Videos von irgendeinem anderen Menschen hochgeladen werden. Ihr wisst ja gar nicht wirklich, wer hinter dem Kanal steckt. Ihr wisst ja nicht, oder insbesondere YouTube, irgendwelche Leute, die möglicherweise in Amerika sitzen, die wissen ja gar nicht, dass der hinter diesem Kanal steht, eine reale Person ist. Es könnte ja auch irgendein Bot sein oder irgendwer, der mich dazu drängt, Videos zu machen, oder der heimlich meine Videos veröffentlicht, die ich vielleicht gar nicht veröffentlicht haben will. Und das kann YouTube nicht überprüfen, weshalb YouTube gar nicht die Möglichkeit hat, von allen Vloggern auf YouTube sich die Erlaubnis rauszuholen, dass das wirklich urheberrechtlich geschützte Inhalte von den Leuten sind, von denen sie ausgegeben werden. Und deshalb ist natürlich der Upload-Filter eine Gefahr für kleine Nutzer,
die dann blockiert werden könnten, weil YouTube sagt, nee, wir können nicht von jedem das nachprüfen, wir nehmen jetzt nur die Größten. Und das sehe ich als großes Problem an, denn ich bin der Meinung, das Tolle beim Internet ist ja, dass jeder Vollidiot, also auch Leute wie ich, quasi hingehen können und einfach ihre Meinung zu politischen Themen oder zu Themen allgemein sagen können und auch ihr Fachwissen, das sie aus dem Studium mitgenommen haben, einwerfen können. Und das Zweite, was fast genauso entscheidend ist, meiner Meinung nach, ist, dass es auch viele kleine Internetseiten gibt, die gar keinen Upload-Filter aufbauen können. Das wäre viel zu kompliziert, ja? Denn es ist nämlich so, Beispiel der Christian Solmecke, der ein bekannter Anwalt ist, der auch YouTube-Videos macht und viel über so Themen redet, der betreibt eine Seite, die heißt pix.de, die ist so ähnlich wie pixabay.com, wo User ihre persönlichen Bilder hochladen können und dann mit anderen teilen können und es gibt dann quasi lizenzfreies Teilen von Bildern. Ja, gemäß der Community Commons Lizenz. Solche Sachen sind richtig cool, aber er hat selber gesagt, wenn es diesen Upload-Filter gibt, dann wird er die Seite schließen, weil es ihm einfach viel zu aufwendig ist, von jedem Idioten nachzuprüfen, wo die Bilder herkommen. Und das wird aber das erschweren, an Bilder dran zu kommen, die eben Creative Commons sind, ja? Also für jeden zugänglich. Und auch ich finde es wichtig, solche Bilder zu haben, ja, die jeder nutzen kann, die teilweise sogar lizenzfrei sind und so weiter, weil es einfach die Möglichkeit eröffnet, ja, für jeden Bilder für alle Zwecke zu nutzen. Das sind alles Möglichkeiten, die das Internet bietet, die es vorher so nie gegeben hat. Und wie gesagt, jetzt kommen Leute wie Angela Merkel, die im Jahr 2015, also 35 Jahre, nachdem das Internet so richtig groß rauskam, gesagt haben, ja, das Internet ist noch für alle Neuland. Liebe Angela Merkel, wenn für dich das Internet Neuland ist, dann kann ich nichts dafür. Ich bin mit dem Internet aufgewachsen, ja, und für mich ist das Internet Normalität. Ich habe mitbekommen, wie YouTube entstanden ist, ich habe mitbekommen, wie Twitter entstanden ist, ich habe die ganzen Anfänge miterlebt, ja, ich bin in sozialen Netzwerken teilweise länger Mitglied wie manche Politiker und ich bin eine reale Person und nicht irgendein Bot, der immer nur irgendeinen Unsinn raushaut wie viele Politiker im Internet. Und ich lasse mir das alles nicht kaputt machen und ich habe auch schon überlegt, ob ich hier dem Abgeordneten des SPD-Ortsverbandes hier in Kaiserslautern, der auch in der EU sitzt, für Rheinland-Pfalz schreibe, denn ich bin ja sogar Mitglied in der SPD, so kleiner Kick am Rande. Ja, ich werde aus der Partei austreten und nie mehr diese Partei wählen, wenn er nicht gegen den Upload-Filter stimmt oder der Merkel-Filter oder gegen diesen ganzen Artikel 13. Und was ich auf jeden Fall vorhabe, morgen schaffe ich es wahrscheinlich nicht, aber ich habe mir fest vorgenommen, in Karlsruhe wird am 23. März demonstriert. Das ist die nächste Stadt, die ich günstig von hier erreichen kann. Und mir fest vorgenommen, am besten schreibe ich es mir direkt in den Kalender, dass ich, jetzt muss ich mal kurz aufstehen, dass ich am 23. März, das ist ein Samstag, egal was an diesem Tag ist, gegen Artikel 13 demonstriere. Weil bis jetzt gibt es dazu nichts in Kaiserslautern. Wenn aber was in Kaiserslautern ist, werde ich natürlich dort anwesend sein. Ich freue mich über jeden und ich bitte auch jeden, sich gegen Artikel 13 einzusetzen. Denn man darf Artikel 13 nicht unterschätzen. Denn er wird das Internet in einer Form verändern, dass das Internet nicht mehr als das wiedererkennbar ist, wie wir es kennen. Die Gründe habe ich genannt. Ich habe auch eine Playlist erstellt zu Artikel 13 mit Videos, was auch alles nochmal von verschiedensten Blickwinkeln ausführlich erkläre.
Und es gibt auch viele andere Möglichkeiten, Petitionen, die kursieren immer wieder bei Twitter, teile ich auch immer wieder. Also könnt ihr wenigstens darauf stoßen, muss ich die jetzt nicht unbedingt und in der Videobeschreibung verlinken. Aber auch an alle, die gerne meine Videos schauen, nicht die, die mich irgendwie als Hohlbirne bezeichnen, sondern die, die wirklich gerne meine Videos schauen und es wichtig finden, dass Inhalte über Raum- und Umweltplanung auch mal in die Menschheit getragen werden von Leuten, die es wirklich studiert haben und nicht von irgendwelchen Journalisten, die sich als Pseudo-Experten verkaufen, dann müsst ihr euch auch für Artikel 13 einsetzen, weil bis jetzt ist noch unklar, wie YouTube dann letztlich damit umgehen wird und gerade auch um gutes Bildmaterial zu bekommen, ist es manchmal extrem schwer. Und deshalb finde ich auch so Seiten wie pix.de oder pixabay.com extrem gut. Und die könnten eben durch den Upload-Filter in Gefahr gebracht werden. Und auch Twitter wird sich verändern, weil bis jetzt ist auch noch nicht klar, wie soll ein Upload-Filter erkennen, ob etwas ein Meme ist oder nicht. Von Voss oder anderen Politikern hat man eben wieder, ja, schauen Sie in die Quellen, schauen Sie sich das an. Da steht aber verdammt nochmal nicht, wie diese Upload-Filter funktionieren soll. Und ganz ehrlich, ich habe genug Ahnung von Informatik, um zu verstehen, wie so ein Upload-Filter funktioniert. Und ich kann nur sagen, so wie die sich das vorstellen, wird es nicht funktionieren. Es wird so oder so beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine gewisse Form der Zensur geben. Und das wollen wir doch alle nicht. Und deshalb müssen wir, wie gesagt, dafür kämpfen. Setzt euch mit allen Möglichkeiten gegen diesen Artikel ein. Und wie gesagt, mehr kann ich nicht machen. Es ist jetzt mitten in der Nacht. Wie gesagt, ich habe eben noch ein Video geschnitten, was dann in der Woche kommt. Heute kommt freilich noch ein ganz normales Video. Also um 8 Uhr. Das ist dann zum Thema Zero Waste Tee. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich in dem Video, das heute noch online kommt. Ich sage an dieser Stelle wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ach ja, werde ich natürlich noch diese Playlist da verlinken. Das habe ich schon wieder über den eigenen Schuss hinausgeredet, aber es gibt halt zum Upload-Filter vieles, das gesagt wird. Also dann, wie gesagt, ciao!